Hallo meine Lieben, heute befinde ich mich wieder an einem, naja, ich will nicht sagen Lost Place, aber ist ein Gelände, was in den Köpfen sehr, sehr unbekannt ist, auch wieder aus der NS-Zeit. Und zwar befinde ich mich jetzt hier auf dem Bückeberg. Hier wurde von 1933 bis 1937 das Reichsernte-Dankfest abgehalten. Reichsernte-Dankfest hat Hitler ja veranstalten lassen fürs Volk sozusagen, also für die Bauernschaft. Hier konnte man dem Führer nahe sein. Das Gelände ist ja in jahrelanger Arbeit so planiert worden, wie es jetzt ist. Hier fand 1933 das erste Mal das Reichsernte-Dankfest statt. Und zwar wurden hier am ersten Fest ca. 300.000 Besucher waren hier zugegen. Bis zum letzten Mal, wo es stattgefunden hat, 1937, waren es ungefähr 1 Million. Hier gibt es in der Mitte, das zeige ich euch gleich nochmal, gibt es einen Weg, das ist der Führerweg sozusagen. Hier hat Adolf Hitler das Bad der Menge genossen. Hier ist auch mit das einzige Event, wo man dem Führer so nah sein konnte und er es sogar selber geduldet hat, dass er angefasst wurde. Also man konnte ihn hier wirklich anfassen. Er hat hier wirklich, ich glaube, roundabout eine Stunde oder anderthalb Stunden hat er hier verbracht, um von hier stand die ehemalige Ehrentribüne. Da ist heutzutage nicht mehr viel von erhalten, außer die Fundamentreste. Bis ganz dort unten, da kann man es vielleicht sehen, da ist steht so ein Güllewagen jetzt vor und so angedeutet, da ist das Fundament, das ist die Rednertribüne. Also erst von hier oben bis nach da unten hat er ja eine Stunde oder dreiviertel Stunde oder länger gebraucht. Ich habe die genaue Zeitangabe nicht im Kopf. Auf jeden Fall sehr, sehr lange hat er den Mittelweg da, wo jetzt gerade auch Fußgänger noch hochkommen. Das war der Führerweg. Und hier hat er wirklich ewige Zeit gebraucht, da runter zu laufen und hat sich halt auch feiern lassen. Hier konnte man ihm nahe sein, ihn auch sogar anfassen. Das war hier auch geduldet. Normalerweise war es nicht jetzt gewünscht, den Führer jetzt anzufassen auf irgendwelchen Paraden oder Feiern etc. Da wurde eigentlich dafür gesorgt, dass es nicht passiert. Hier konnte man das. Und ja, hier wurde halt richtig, richtig aufgefahren. Das heißt, hier hat er unten auf der Tribüne, hat er halt zu diesem Volk gesprochen, hat hier eigentlich schon ja, so leicht auf den Krieg eingeschworen, weil hier wurden auch Paraden von der Wehrmacht abgehalten. Das heißt, hier sind auch Panzer und Flugzeuge, hat er hier zur Schau gestellt. Also hier wurde schon in den Reden, hat er schon das Volk so ganz leicht auf den Krieg eingeschworen. Vom Gelände selber, das Gelände selber ist eigentlich in seinen Ausmaßen noch erhalten. Gut, die Bauten wurden natürlich entfernt, logischerweise. Nach 45 wollte sich da natürlich keiner mehr mit befassen. Das heißt, die Tribüne wurde jetzt, also die Rednertribüne da unten, da werde ich auch nochmal hinlaufen. Da wurde das Fundament, soweit ich weiß, freigelegt. Hier, diese Wege, die jetzt hier angelegt werden, die wurden erst 2021 wurde hier exzessiv damit begonnen, sich mit dem Gelände wieder zu befassen. Und ich glaube, erst ab 22, also ab letzten Jahr, sind die ganzen Wege hier wieder nochmal angelegt worden. Beziehungsweise ist hier eine Gedenkstätte errichtet worden mit Schautafeln, mit Infotafeln. Da wurde der Steg hier angelegt. Aber ich werde mich trotzdem nochmal so ein bisschen hier auf die Pfade begeben und auf die Nebenwege begeben und mal gucken, was ich noch so entdecken kann. Schauen wir mal. Genau, das noch am Rande, da drüben kann man jetzt erahnen, hinten, das Wetter ist gerade nicht so prickelnd. Da drüben stand übrigens das Horst-Wessel-Denkmal. Stand da hinten auch bis 45. Da werde ich auch nochmal rüberfahren, mir das angucken. So, jetzt gehen wir einfach mal ein bisschen weiter. So, jetzt bin ich schon mal so ganz langsam Richtung Mittelweg, also Führerweg unterwegs. Bin jetzt aber unterhalb der Ehrentribüne. Und ja, das war, wie gesagt, bis letztes Jahr oder vorletztes Jahr war das hier wirklich noch komplett, naja, zugewachsen. Fundamentreste waren schon immer zwar sichtbar, aber es wurde halt relativ schnell, wie ich gelesen habe, hier auf alles Bäume raufgestellt, die schnell wachsen, weil man nicht mehr so viel sehen kann. Die Tribüne selber wurde abgetragen und das, was jetzt nur noch erhalten ist, sind die Fundamentreste, die jetzt hier halt noch im Gestrüpp stehen. Darauf wurde halt, wie gesagt, letztes Jahr oder 21 wurde begonnen, bis letztes Jahr wurde halt der Pfad hier drauf angelegt mit Infotafeln, dass man halt ein bisschen noch was lesen kann, Fotos noch zu sehen aus der Zeit, um das halt noch so ein bisschen zu erhalten. Das finde ich halt ganz, also das wundert mich jetzt halt immer mehr, dass, ja, ich sag mal so, die Generation von meinem Opa, der das halt alles noch mitgemacht hat, Generation Eltern,
da ist halt immer sehr viel weggemacht worden, vergessen worden. Nee, wollen wir nichts mehr zu tun haben. Interessiert keinen mehr, bla bla. Jetzt so langsam habe ich das Gefühl, dass halt immer mehr von den Sachen halt wieder freigelegt, ausgegraben, daran erinnert wird, was ich halt gut finde, weil es halt wirklich ein wichtiger Teil unserer Geschichte ist. Aber es ist halt für manche Sachen einfach zu spät, ne? Leider Gottes. So, und diese Tribüne, die ging halt hier die ganze Länge über, also die war auch nicht klein. Das war schon fast über Pilze rüber. So, kann man ja sehen hinter mir, die Tribüne. Und die ging wirklich bis hier. Also hier sind auch noch die letzten Fundamentreste. Ne, hier stehen auch noch welche. Ja, sieht man aber auch teilweise schon, dass sich manche müssen sich da immer Steinchen rauskloppen, mit nach Hause nehmen. Warum auch immer. So, ein bisschen vorne ging halt diese Ehrentribüne. Und jetzt hier drinnen in den Brombeerbüschen noch weitergeht, weiß ich nicht genau. Könnte sein. Ich schau einfach mal. Aber um das mal zu sehen, das ist schon ein Tribünchen. Doch, die dürfte eigentlich noch. Oh ja, die war noch größer. Gut, hier sind nämlich auch noch. Genau, hier kann man es auch noch sehen. Hier gucken sie mal noch. Die Armierung raus. Und klein war sie nicht. Doch, hier ist noch ordentlich was zu sehen. Also die war wirklich ganz schön groß. Ich weiß nicht, was jetzt hier noch. Tatsache. Schön mit Efeu bewachsen hier. Ja, bis da vorne ging die. Hier ist auch, ich weiß nicht, ob das Stützmauer ist. Aber ganz schöner Apparat. So, jetzt bin ich gerade den Mittelweg, also den Führerweg runtergelaufen. Wir gehen mich jetzt auf die Rednertribüne zu. Passenderweise finde ich sehr geil mit dem Güllewagen hier vorgestellt. Das finde ich ja ein bisschen lustig, ey. Und es sieht auch nicht so aus, als ob der hier wegbewegt wird. So, und das ist jetzt der Bereich der Rednertribüne. Also hier hat zum Beispiel Goebbels die Reichsernte-Dankfeste eröffnet. Hier sieht man noch so ein paar Fundamentspuren, die hier liegen. Die Tribüne selber war aus Holz. Jedenfalls habe ich das so auf den Bildern gesehen, als die im Bau gewesen ist. Durch den Reichsarbeitsdienst wurde das ja alles erbaut. Also war, Reichsarbeitsdienst war ja so halb militärisch. Und deswegen die Aufbauten selber waren jedenfalls 34, 35 aus Holz. Ob das nochmal geändert worden ist, weiß ich jetzt nicht genau. Aber hier sind halt Teile oder Stützen, schätze ich mal, was das ist, so eine Teile des Fundaments. Das ist dann halt hier so angedeutet mit dem Zaun und wird auch leicht bepflanzt. So, und ja, Güllewagen, finde ich ganz total witzig. So, und das war dann halt so die Optik, die Adolf Hitler hatte, wenn er hier gesprochen hat. Den Weg ist er halt runtergelaufen. Hier kann man auch so ein bisschen mal die Dimensionen des Geländes sehen. So, das ging also, es war jetzt nicht hier vorne, wo der Weg ist, oder dieser hier vorne im Vordergrund, so die, der Feldweg ist nicht zu Ende. Also das Gelände ging halt wirklich hier einmal lang. Bis zu dieser Tribüne hier hinter ein Stück auch noch ein kleines bisschen, weil da wird natürlich keiner gestanden haben. So, aber das war natürlich hier dieses Hauptgelände. Was ich gleich nochmal machen werde, ist, ich werde hier am Rand diesen Weg ablaufen. Da hinten kann man jetzt von hier unten schlecht sehen, habe ich eben von oben sehen können, ist diesen Güllewagen, so geil. da vorne ist, war früher eine Kiesgrube, ich schätze mal, die haben sie, ja, die ist entstanden im im Zuge dieser, Errichtung dieses Geländes hier, was heute jetzt ja, ein See ist, also wie so Kiesgruben, die halt zulaufen. Und dahinter war der Führerbahnhof, das heißt, der ist ja ist bis Hameln gefahren mit seinem Sonderzug, ist dann umgeleitet worden hierher. Da vorne kann man jetzt, wie gesagt, schlecht sehen, ist eine Kiesgrube. Und dahinter war der Führerbahnhof, bis zu dem er mit seinem Zug gefahren ist. So, und da würde ich mal schauen, ob da noch was zu sehen ist, so zu finden ist.
gehe aber noch mal, wie gesagt, den Weg gleich ab. So, langsam wieder auf dem Weg nach oben, um das Gelände mal hinter mir zu lassen. Aber wie ich schon sagte, hier direkt am Mittelweg zur Tribüne runter stehen halt auch immer noch, ja, ob es Stromverteilerkästen waren oder Anschlüsse für die Lautsprecher. Hier standen halt riesen Lautsprechertürme auch teilweise. Von Telefunken habe ich schon gesehen, teilweise auf Bildern. Wie gesagt, und hier direkt neben dem Weg, hier ist der Mittelweg. Genauso wie da vorne. Ne, stehen hier überall noch diese Kästen. Da steht auch noch einer. Ja, die kann man hier teilweise noch entdecken. Sonst ist natürlich, ja, ist ja logisch, Gebäude standen hier nicht großartig. Das Einzige, was hier direkt auf dem Gelände stand an Gebäuden, war halt an der Ehrentribüne oben, war halt so ein, ich will es mal, heute will man sagen, VIP-Bereich. Also das, was ich eingangs gezeigt hatte, wo es ein bisschen ins Efeu ging, standen halt, ja, der VIP-Bereich. Ne? Da konnten dann halt die Parteigrößen sich ein bisschen zurückziehen, vorher frisch machen oder sowas. Da war halt ein Anbau, wo man rein konnte. Ansonsten waren natürlich hier auf dem Gelände selber keine Gebäude. So, dann werde ich hier mal den Berg wieder hochhecheln. Dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, und auf dem Weg zum Gelände des Reichserde-Dankfestes. Hier nochmal kurz ein Wegweiser, den finde ich super interessant. Schaut mal. Der ist noch original. Also das ist wirklich ein Wegweiser. Der steht hier seit den 30er Jahren. Der auch nicht, ja, weggemacht worden ist sozusagen. Der hat wirklich die Zeit überdauert. Das finde ich echt interessant. Das wissen auch die wenigsten, dass der eigentlich noch original ist. Und ja, normalerweise wird sowas ja eigentlich mal ganz gerne mal weggemacht. Aber der hat die Zeit wirklich noch überdauert. So, hier auch nochmal kurz Halt gemacht. Das ist somit das einzige historisch erhaltene noch, oder was man halt noch so benutzen kann. Das ist hier der Treppenaufgang von der Weser hoch zum Festtagsgelände. Da kann man hier die Treppe ganz gut sehen. Die ist auch noch erhalten. Die kann man davon auch noch langlaufen. Dann konnten halt die Besucher des Reichserde-Dankfestes hier von der Weser hoch zum Gelände laufen. Das ist noch original. So, das Wetter wird gerade richtig scheiße. Aber jetzt sind wir hier angekommen beim ehemaligen Führerbahnhof. Also hier, das ist so Luftlinie ungefähr 2 Kilometer weg vom Festtagsgelände. Hier ist der Bahnhof gewesen, wo der Führer mit seinem Sonderzug angekommen ist. Musste ich auch ganz gut durch den Wald krabbeln gerade. Sind halt auch nur noch die Fundamentreste erhalten. Aber hier ist dann jedes Jahr der Führer angekommen, so ein bisschen weiter abseits, und ist dann zum Gelände gebracht worden. Also hier kann man zwar nicht mehr allzu viel erkennen, aber die Treppe zum Beispiel ist noch da. Hier ist der Treppenabgang. Hier ging dann die Treppe runter und hier wurde dann wahrscheinlich abgeholt. Und wie gesagt, mehr als Fundamente sind jetzt ja auch nicht mehr erhalten, direkt an den Gleisen. Da vorne sind die Gleise. Hier ist noch so ein, das ist ein Laternenmast gewesen, ist ein abgesägter. Aber viel mehr ist auch nicht davon da, aber das weiß wahrscheinlich auch kein Mensch, dass hier der Zug angekommen ist, beziehungsweise kennt die Reste der Fundamente hier. So, jetzt muss ich nur irgendwie des Führers Treppe runter und da zum Auto. Und dann geht es zum Horst-Wessel-Denkmal und schauen wir mal, wie es da aussieht. So, jetzt habe ich den Weg runtergenommen, die Führertreppe vom Bahnsteig. Hier unten kann man sie noch ein bisschen besser erkennen, da oben ist der Bahnsteig, wo ich gerade war. Hier die Treppenstufen. Ist das schon für Erde drauf liegt, ne? Na gut, aber hier laufen halt kaum Leute lang. Das Ding ist wirklich super unbekannt. Also hier werden sich nicht viele Besucher hin verirren. Ein bisschen Metallschrott liegt hier auch immer noch rum. Was man hier so findet, könnte aus der Zeit sein, muss nicht, kann sein. Also ein bisschen Kram liegt hier immer noch rum.
So, und hier ging dann halt die Treppe runter. Okay, guck an, hier ist es sogar gemauert hier unten. Ja. Guck noch überall noch die Bolzen raus hier. Ja, und dann ist das alles hier. Da oben ist auch noch ein Teil vom Bahnsteig bis da vorne. Also groß war er nicht. Ich schätze mal, das war wirklich nur so eine Waggonlänge von seinem Waggon halt, weil da sind ja nicht hunderte Leute mitgefahren. Und Führerzug war ja im Endeffekt auch Wehrmacht. Also ich glaube sogar Flugabwehrkanonen und sowas für einen Ernstfall. Aber ansonsten ist ja nur der Führer mit seinem Gefolge da ausgestiegen. Und viel mehr ist das auch nicht. So ungefähr eine Bahnwaggonlänge. So, jetzt aber weiter zum Denkmal. Ja, geilstes Wetter. So ein Gewetter habe ich jetzt nicht erwartet, wenn ich beim Denkmal ankomme. Also ich bin jetzt hier beim Horst-Wessel-Denkmal oder bei dem, was davon noch über ist. Mitten im Wald. Ist natürlich gesprengt worden damals, 45. Das Wetter ist ein Traum, wie man sieht. Aber wenn ich jetzt schon mal hier bin, dann werde ich auch filmen. Dann gehen wir da mal hin, was noch davon über ist. So, da muss ich schon, weil es einfach nicht besser wird hier mit dem Regen, mit den Wolken. Und es ist eigentlich auch schon kurz vor Dämmerung, also packen wir die Taschenlampe aus. So, eigentlich war das dieser Bereich, der hier auch so ein bisschen Licht ist. War früher eine Freifläche mit Sicht auf das Denkmal. So, und hier finden sich dann die kläglichen Überreste. Das Denkmal war halt auch relativ hoch. Ich habe jetzt gerade leider nicht die Zahl im Kopf. Und am oberen Ende war halt ein riesengroßes Hakenkreuz befestigt. Hier kann man ganz gut, das müsste hier, ist der Sockel gewesen. Und nach dahin scheint der Turm abgeknickt gewesen zu sein. Ich gucke mal, ob ich da einfach raufkomme gleich. Ich renne mich jetzt hier mal rum, also hier liegt überall Betonreste. Es ist absolut glitschig gerade bei dem Wetter. Gehen wir jetzt einmal rum. Oh, ist das ein Traum. So ein Wetter habe ich mir auch nicht vorgestellt, aber was soll's. Genau, hier liegt der Betonsockel, also der Sockel. Hier liegt die Säule, kann man glaube ich ganz gut erkennen. Das ist die Betonsäule. Nicht zu hell, sonst wird es zu grell. So, ach, guck an, hier ist sogar, hier, das sieht mir aus, als wenn das die Befestigung war, wo dann oben das Hakenkreuz dran befestigt war. Das war jetzt, glaube ich, auch was so. Auf dem Foto sah es auch, als wenn es auch was Stein oder Beton war. Aber das wurde natürlich dann hier oben extra befestigt. Hier liegen noch die Metallschienen oder Metallleisten, wo das scheinbar dran befestigt war. Jetzt gehe ich einmal auf die... Oh Gott, das Wetter ist eine Katastrophe. So, und im Endeffekt befinde ich mich jetzt einfach direkt auf der Säule drauf. Ne, also jetzt stehe ich gerade mitten auf der Säule. Und hier, ja genau, hier ist noch teilweise das Metall noch zu sehen. Und das war der Sockel, wo es drauf gestanden hat. Das wird wahrscheinlich gesprengt worden sein. Hier unten von den Briten und ist dann halt hier so längs hingescheppert. Das Hakenkreuz haben sie wahrscheinlich extra zertrümmert, damit man solche Symbole halt nicht mehr erkennen kann hinterher. Jo. Finde ich trotzdem, trotz des beschissenen Wetters, trotzdem mal interessant hier gewesen zu sein. So, aber jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ich bin, glaube ich, fast trotz Regenjacke klitschnass. Jetzt geht's auf zum Auto. Das soll es für heute gewesen sein. Ich fand es für mich selber super interessant. Ich kannte beide Orte noch nicht. So wie das Reichsende-Langfestgelände, wie auch hier das Horst-Wessel-Denkmal, habe ich vorher noch nicht gesehen. War auch für mich neu. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr mehr sehen wollt. Und ich mache mich jetzt auf den Weg ins Trockene. Macht's gut. Schönes Restwochenende. Haut rein.